ist total wichtig. Also. Ja, Wim, was siehst du besonders an dem Schuh? Naja, das Geniale an dem Schuh ist natürlich das Gewicht. Weil es so leicht ist, ändert sich das Pendelverhältnis von den Füßen nicht mehr. Das heißt, wenn du deinen Fuß nach hinten werfen würdest und du hast einen schweren Schuh, dann musst du den Schuh eigentlich mit dem Fußgelenk festhalten. Mhm. Jetzt, wenn du den hast, brauchst du das nicht. Du kannst den Fuß einfach wegschleudern, wegwerfen, ja, und dann kann die ganze Laufbewegung viel leichter natürlich und dynamischer rüberkommen. Super. Das ist das Erste. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass der erstens sehr breit ist. Ja. Das heißt, die Zehen können auseinandergehen, wenn das Gewicht auf den Fuß kommt. Das heißt, man kriegt einfach eine stabilere Stelle, wo man aufkommt. Das Brettel eben, also flach, genauso wie ist es, als würdest du barfuß auftreten. Ja. Es gibt keine Sprengung oder keine Dämpfung, dass das irgendwie die Bewegung verhindert. Und das Dritte ist einfach diese Flexibilität. Ja. Der könnte ins Nass, das kannst du ausbringen. Das ist praktisch. Und über Glas kann ich auch noch gehen. Klar, so, weil das einfach das Sohle ist einfach so genial gebaut, dass einfach. Läufst du damit? Ich laufe jeden Tag damit. Ich laufe nur noch mit denen. Ich auch, ja. Also wenn ich in den Barfuß laufe, laufe ich mit denen. Perfekt. Also, klasse Schuh. Klasse Schuh.